So, versuchen wir mal eine ausführliche Auswertung vom Rennen gestern und was da möglich ist, das Boot schneller zu machen, denn die Aufgabe heute mit Finger Schulze, Olympiasieger in Bug im Doppelvierer, Naske als bis jetzt eigentlich derjenige, der in einer gefahren ist, bis Olli auftauchte, dann Max, dann Marc Weber und dann Johannes Lotz. Dritter muss man werden, damit man im Geschäft bleibt, im Halbfinale Zweiter oder gewinnen und an Naske schlagen, das ist schon sehr anspruchsvoll. Da kann man das, was wir gestern gemacht haben, nicht mehr machen. Ich habe jetzt mal eine Trainingsfahrt genommen, die wir am Freitag, halt am 5. April gemacht haben. Das ist die Rowing Motion, unser Beschleunigungsmesser. Da sind wir 1000 Meter gefahren, von der 45 bis zur 44. Jetzt geht es dann auch gleich los. Das ist die Bewegung des Bootes und dann Beschleunigung des Bootes. Das ist also vorm Start und jetzt geht's los. Die absoluten Zeiten, die dann da jetzt gleich auftauchen werden, sind natürlich irrelevant, weil es fließt das Wasser. Entscheidend ist jetzt dieser Anstieg hier. Hier ungefähr ist das Fassen. Und dann kommt dieses steile Anstieg hier, das ist der Schlupf vorne am Blatt in dieser Länge 70 Grad vor der Dolle. Die Dolle ist auch ganz normal. So, und dieser steile Anstieg hier, um den geht es jetzt gleich bei der Analyse. Hier ist Ausheben vom Blatt. Die erste Beschleunigung entsteht durch, dass der Oberkörper an den Schuhen hängt und am Stemmbrett zieht. Und bei den Schlagzeilen ergibt sich diese Beschleunigung, weil man eben so nach vorne rast, also so viel das Boot am Stemmbrett zieht. Das ist auch einer der wichtigen Elemente, dass man hier bei den Rennfrequenzen nicht übertreibt, sondern das Ding ein bisschen fahren lässt. Also die Masse darf nicht so brutal in die Beschleunigung gehen. Das ist hier jetzt nicht gar so schön. So, jetzt geht die Schlagzahl einen Tick runter. Das heißt, wir sind jetzt nach dem Start. Und jetzt wird das hier vorne ein bisschen flacher. Und woran das liegt, das kriegen wir jetzt gleich zu sehen. Jetzt müsste irgendwann mal der Punkt kommen, wo dann ein Bild von Max erscheint. Jetzt stimmt es wieder hier. Da bleibt die Zeit auch, die geht sogar runter. Und das ist das, was ich jetzt mit Max gleich besprechen muss, wenn wir unsere Strategie fürs Rennen festlegen. Die Schlagzahl geht runter, Geschwindigkeit geht hoch, wie gesagt, das ist zu schnell, aber das liegt im Moment bei der Ruderei nur daran. Und wie ihr das zustande kriegt, das kriegen wir gleich zu sehen. Jetzt kommt gleich das Bild. Ganz unten sehen. So, jetzt wird es langsamer. So. Das heißt also, dieser Anstieg hier, der wird flacher. Das stimmt jetzt nicht ganz wegen der Proportion von dem Vollbildschirm, aber es wird flacher. Und das sieht man auch hier. Wenn man eben bei 1,38 und jetzt sind wir eben bei 1,41 oder kurz bei 1,42. So, jetzt wird es wieder besser. Und der Witz, ja, jetzt kann man hier sogar sehen, das wird jetzt ein bisschen steiler hier. Die Schlagzahl bleibt ja relativ, also es wird nicht mehr. Aber die Geschwindigkeit kommt wieder hoch. So, und woran kann das liegen? Ein Stück zurück. Jetzt gucken wir uns den Beinstoß an und den Rücken. Das heißt, er tritt in der Vorlagenposition, die wir verkürzt haben, den Rücken nach hinten. Also jetzt ist die langsamste Stelle. Leider ist kein Ton dabei, wenn man das mit Rowing Motion filmt. Und dann, jetzt geht die Geschwindigkeit wieder hoch. Was ist passiert? Er fängt an, den Rücken früher aufzumachen. Jetzt. Also nicht den Rücken eben bis ganz hinten durchgeschoben,
in der Vorlagenposition, sondern wirklich schon halbe Rollbahn, muss er den Rücken benutzen. So. Und jetzt gehen wir mal zu dem Rennen von gestern und gucken uns das quasi. Ah, da haben wir sogar einen Ton jetzt indirekt. Startsignal und dann geht die Post ab. Der Mann über ihm, der Hendrik Runge, war in den letzten 2 Jahren eigentlich immer schneller. Wir haben den jetzt in Hamburg auf dem Vortest geschlagen. Max ab zum Start, der war zu gewalttätig, das war zu hoch. So, und wenn man jetzt hier auf den Rücken guckt, kommt der Rücken auch relativ spät im Moment, aber wenn man die Beschleunigungskurve dazu anguckt, da war er noch in diesem steilen Anstieg an dem zweiten Hubbel. So, und jetzt ist für ihn die Startphase schon vorbei. Die beiden über ihm fahren den Start einfach weiter. Die sind noch nicht fertig mit Start. So, und wenn der Max jetzt in dieser Streckenschlagposition ist, das kann man dann eben auch an den ausgewerteten Analysegeschwindigkeiten sehen, dann hat er halt ebenso, wie man es jetzt sogar einigermaßen sehr erkennen kann, packt der Rücken halt vorne die ganze Zeit. Das heißt, er steigt dann nicht Mitte von der Rollbahn mit dem Rücken ein. So, wenn man das jetzt zum Beispiel beim Herrn Runge sieht, also ab Mitte der Rollbahn rappt er den Oberkörper nach hinten. Das macht der da oben auch. Macht der Max nicht. Und damit fehlt diese zweite Steigerung. Das können wir uns jetzt sogar nochmal angucken, denn wir haben ja auch eine Auswertung. Das ist jetzt eine Analyse 500 Meter Teile, das heißt am Anfang die ersten 500. Das liegt nur auf den ersten 125 Metern eigentlich. Bleibt da vorne richtig gut und dann wird es eben, ich sag mal so, wie wir es vorher gemacht haben, flach. Wenn man die Zeiten dazu sieht, ups, dann hier die Geschwindigkeiten, 5 Meter Sekunde, 4,4, hinten raus haben wir ja, dann müssten wir ja nichts mehr machen. Deshalb zählen die letzten 500 nicht, also die ersten 3 sind eigentlich noch spannend. Ist das halt so langsam für heute Mittag, die Frequenz kann in dem Bereich bleiben, aber wir müssen in diesen Anstieg kommen. Wie macht er das? Er muss den Rücken ab Mitte der Rollbahn muss er den Rücken mitnehmen und damit Kraft und Druck aufbauen. Bin mal gespannt, ob ich ihn davon überzeugt kriege oder ob er das genauso sieht, wenn ich ihm das alles vorführe.